herzlich willkommen zurück in Rust. Ja, irgendwo im Hintergrund in unserer Hütte nehme ich an, noch am Craften oder whatever. Der Funny Bone. Ja, hallo Leute. Na, Wendt. Fuck, ey, ich habe meinen Hirsch verloren. Jetzt habe ich dir versprochen, hier Hirschfleisch mitzubringen. Für ein leckeres Abendessen, aber er ist weg. Ja, sowas. Schweinerei. Müssen wir weiter Magnum kauen, ne? Den Zehenhund. Ja. Nee, ich habe Bär in die Kiste geschmissen eben. Ja, ah, ja, ich hatte Wolf, hatte ich gesehen, aber ist ja dann Bär, passt schon. Ja, Wolf, Bär, alles dasselbe gesorgt. Alles dasselbe, genau. Ich ziehe mir ein Stück Magnum rein. Ja, ein Magnum am Stiel. Magnum Mandel. Magnum Mandel. Da. So. Oh, das hier steht wieder so ein Fass. Mal gucken. Okay, oder was ich jetzt gerade mal gucken muss, ja, ist nach dem Portbefehl, damit wir in unser Haus porten können. Das wäre ja noch ganz interessant. TPR Home oder irgendwie sowas war. Ja, das, irgendwie ja, sowas, ne? Mit TP Help kann man da rein. Hier auf dem Modded Server. TP Help Home, okay. Ja, falls du auf die Idee kommst, dir einen Bogen zu bauen, lass es. Ich bringe dir einen mit, ich habe gerade einen gefunden. Alles klar. So, jetzt drück mal die Daumen, dass ich diesen gottverdammten Hirsch mal treffe. Das gibt's doch nicht, dieser scheiß Bogen. Jo, so. Ein Treffer, ein Schuss und das reicht für den Hirsch. Ein Treffer und man hat ihn inzwischen. Fällt sofort um das Vieh, wenn man... You haven't saved any homes. Ja, wahrscheinlich muss ich das machen, oder? Glaube ich nicht. Ich konnte hier ja auch bauen und nageln und alles. Okay. Kann ich hier draußen nochmal probieren. Weil früher vor dem Update war es so, dass wir ja nicht denselben Teleport nutzen konnten. Ich konnte dann zwar deinen nutzen, aber wir konnten nicht direkt den einen nutzen. Achso, nee, das wäre der Ding. Nein, alles klar, war Set Home. War mein Fehler. Ich hätte mich jetzt schon dahin porten wollen, hab ich gesagt, aber den gibt's ja noch gar nicht. Okay. Set Home und Name. Mal gucken, save it. Alles klar. Ich würde jetzt quasi vor unsere Tür porten, aber das ist auch okay, das soll wohl klappen. Hauptsache, ich komme in die Nähe des Hauses. Gut, ich habe mich jetzt hier ja noch viel zu wenig mit dem ganzen Kram beschäftigt. Ich brauche natürlich mal einen Speer. Brauche auch Klotten. Der Magnum, der sieht schon richtig gut aus. Guck mal gerade in die Kiste. Ich meine, ich habe dir den Speer... Scheiße, nee, habe ich nicht. Ich habe einen zweiten. Warte, dann komme ich zurück. Ist egal, der läuft schon. Aber ich habe schon einen Bogen und alles, ne? Ich mach dir gerade einen Schlafsack. Läuft. Echt? Ja, läuft. Okay. Ich brauche jetzt nur mal... Ich muss auch mal irgendwas töten, weil ich habe ja noch gar nichts an. Du läufst ja schon richtig gut ausgerüstet rum und ich bin ja noch immer der Nacki vom Dienst. Ja, ich habe mir aber auch nur die Schuhe gemacht und die Buchse. Den Rest habe ich tatsächlich hier oben auf dieser Wiese auch in Fässern gefunden. Also diesen Helm und das T-Shirt. Ich trage jetzt mal einmal über die Brücke, gucke ich da drüben mal um. Da hast du zumindest eine grobe Richtung, in die ich bin. Ja, alles klar. Und ich behalte unser Haus dabei auch in dem Auge. Ja, Haus ist fast übertrieben für den kleinen Bunker, aber zumindest ist er schon mal auf Stein abgegradet. Um weiterzukommen, müssen wir noch mehr Metall sammeln. Ja, ich habe ja schon einige Steine hier eben eingesackt, aber ich glaube, wir müssen die erst schmelzen in der Furnace. Richtig, da war ja irgendwas. Ja, dann also, sollten wir uns dann gleich mal mit der Furnace beschäftigen. Dass ja, wir die Grundausrüstung mal wieder zusammenkriegen. Warte mal. Ach so, da brauchen wir erstmal hier Fuel für und dafür mussten wir, glaube ich, das Fett kochen oder so, ne? Kann das? Ja, irgendwie so. Also für Metall, damit brauchen wir uns echt nicht befassen. Glaub mal, hinter unserem Haus auf dem Hang, da gehen wir gleich zu zweit einmal hin. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bestimmt 10 abbaubare Steine hier rumliegen. Das klingt gut. Und ich habe jetzt auch schon 1,500. Also ganz hier in unserer Nähe ist so ein UFO-ähnliches Gebäude oben auf dem Feld und da kommt Rauch raus. Was? Ja, da qualmt so rum, da läuft ein Furnace oder irgendwas. Ein UFO-ähnliches Gebäude? Ich sehe schon, ich bin wieder in die unspektakuläre Richtung gerannt. Ja, UFO-ähnlich von der runden Bauweise. Ich sehe auch den Wolf. Schaffe ich den mit der Axt, ja, ne? Naja, der Bär ging mit dem Speer, ne? Ich weiß es nicht. Probier's. Der Speer ist noch nicht fertig, dauert noch 10 Sekunden. Ich würde dir den Bogen empfehlen, aber du könntest übrigens mal Pfeile machen, dann hast du gleich schon Pfeile, wenn du dann den Bogen feierlich von mir überreicht kriegst. Mich würde interessieren, wie das funktioniert mit dem Reparieren der Gegenstände, weil meine zweite Steinaxt ist hier auch bald hinüber. Aber ich habe nichts mehr zum Abbauen. Nee, das mache ich jetzt nicht, hier die Steine abkloppen. Oh, ich sehe den Wolf nicht mehr. Aber meistens findet er mich ja. Alter, hier ist so viel Stein zum Abbauen, ne? Also ehrlich, es waren mit Sicherheit 10 Stück, wenn es nicht sogar vielleicht sogar 15 sind. Oh, das ist aber ein fettes Gebäude hier nebenan. Also der wird schon ein bisschen mehr haben als wir. Meinst du, vor dem sollten wir Angst haben? Ja. Okay.
Ah, ich sehe den Wolfgang gar nicht. Ist so rot hier. Oh, er war jetzt aber doch schnell weg. Ja, was finde ich? Ein Schloss. Du hast aber schon eins gebaut. Schade. Ja, aber kein Zahlenschloss. Ich habe nur ein Metallschloss habe ich gefunden. Ne? Ja, also das normale, für das man einen Schlüssel braucht. Genau. Gut, ich habe auf jeden Fall gerade jetzt einen Stoff gekriegt. Das ist schon mal schön. Kann ich vielleicht gleich auch mal eine Buchse bauen. Eine Torch habe ich eingesammelt. Was ist das? Noch ein Hunting Bow. Vielleicht ist mein Inventar voller Bögen hier. Ja, müssen wir noch mehr Kisten aufbauen. Der hat ja aber echt was Schickes gebaut. Also ich habe schon so zwei Kisten. Achso, scheiße, die habe ich mitgenommen. Die habe ich gar nicht in die Wohnung gestellt. Ne? Die habe ich in einer... Ach, die kannte ich noch gar nicht. Ich bin immer noch am Speer, am Pfeile bauen. Ich crafte nach den Pfeilen direkt schon zwei Kisten oder drei und dann die versprochenen Schlafsäcke. Also dafür habe ich das Material dann quasi schon... Ja, oh. Hinter uns ist Wüste, da gibt's noch mehr Steine. Also um Metall sollten wir uns hier echt keine Sorgen machen müssen. Sehr schön. Ja, da brauche ich jetzt auch langsam eine Hose, weil die Ausrede, es ist so kalt, funktioniert dann nicht mehr. Ja, nee, in der Wüste nicht. Ne? Ja, dann sieh zu, hast du Stoff? Ein bisschen habe ich jetzt. Ich habe den Stoff verbraten für die Schlafsäcke, ne? Ja, aber das ist ja auch erstmal wichtig. Ich habe ein bisschen Stoff gefunden, für eine Hose soll das wohl ausreichen, hoffe ich. Ich will nur erstmal von diesem anderen Bauwerk da weg. Ja, ich wer sowas Großes baut, der hat auch Waffen. Ja, kannst du mal von ausgehen. Ich komme jetzt auch Richtung Heimat. Ja. Ja, viel was Zeug wir gleich auch noch machen sollten, ist, dass wir uns natürlich wieder mal ein paar Schlüssel noch machen, die wir uns in die Kiste legen, ne? Das ist nämlich der Punkt, wenn ihr sterbt und euer Schlüssel ist weg und ihr kommt da nicht dran, dann kommt ihr in euer eigenes Häuschen nicht mehr rein. Darum sind diese Türschlösser unpraktisch. Boah, wo kommt denn der Wolf her? Und ich erzähle dir noch, dass hier keine Viecher rumlaufen. Und auf einmal leuchtet hier alles rot. Ah, oh, hast du ihn ja erlebt. Steht ja dick da. Ja, ja, ich hab's geschafft. Nee, was viel interessanter ist zu dem Schloss, du kommst aus deinem eigenen Haus nicht mehr raus. Wenn du drin bist und kein Schloss am Start hast. Genau, wenn es abgeschlossen ist, kannst du keinen Schlüssel herstellen. Ne? Genau. Richtig. Die Problematik hatten wir auch schon. Glaubt mal, wir haben hier in diesem Spiel, glaube ich, jegliches leidige Thema durch. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch so lange boykottiert. Aber man muss ja sagen, obwohl es viele Probleme gab, haben wir sehr lange Rust gespielt und sehr intensiv. Es hat uns dann nur gestört, dass die Zahlenschlösser so verbuggt waren und wir dann dauernd in unseren eigenen Häusern eingeschlossen waren. Ja, pass auf, T-Shirt brauchst du dir nicht machen, kriegst du von mir. Ich habe nämlich noch eins gekriegt. Ach nee, ja. Ich kann jetzt T-Shirts machen. Longsleeves kann ich herstellen. Ich habe die Blaupause dafür. Und ich habe einen Wolfsschädel. Ja, cool. Ja, ne? Den müssen wir gleich irgendwie wieder ins Feuer drapieren. Also gibt's die doch noch. Ich muss jetzt auch schleunigst nach Hause und essen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal was kochen, genau. Ja. So, ich bin jetzt auch zu Hause. So, 79 Stoff habe ich. Das soll wohl für irgendeine Art Hose reichen. Standardhose braucht 30. Jetzt hier irgend so eine Heizpans versehentlich angeklickt, mache ich scheint eine kurze zu sein, aber egal, Hauptsache er macht mir was. Meinst du, die Hirsche rennen auch ohne aufgeschreckt zu sein hier über die Map? Also ja, ich denke schon. Weil hier flitzt doch ein Hirsch lang, nicht dass da ein Spieler hinterher ist. Weil ich bin extrem angeschlagen. Ich glaube nicht, dass ich hier einen fremden Spieler überleben würde. Nee, gerade weiß man ja auch nicht, was der so hat. Ja, ich hatte jetzt gerade noch die Überlegung, den Hirsch irgendwie zu loten bzw. zu killen, aber er ist weg. So, also nicht wundern, die Schritte, die du jetzt hörst, das werde ich sein. Alles klar, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ich hörte die Schritte. Das habe ich mir fast gedacht. Wo ist meine blöde Hose? Ah, dauert ja echt, dass du bloß angezogen bist, wenn ich nach Hause komme. So. Steht er da immer noch splitternackt? Ich bin immer noch splitternackt. Ach so, warte mal, hier, ich schmeiß dir erstmal was ab. So, Split. Alter Schwede, dauert das Pfeile craften lange. Ja, meine Hose zieht sich auch ein bisschen hin. Ja, Bogen, sehr schön, genau. Pfeile muss ich mir gleich noch machen. Nee, wollte ich dir jetzt splitten, dadurch, dass ich ja 25 hier mache? So. Nee. Nimm alles. Ja doch, jetzt hast du 25, glaube ich. Du versorgst mich mal in einem Spiel. Das ist ja irgendwie fast... Rekordverdächtig und wir filmen das auch noch, so eine Schweinerei. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Déjà-vu. so, warte mal, was ist das denn? Ich werde mich bei 7 Days dann revanchieren. Ja. Das spiele ich ja meistens dann ein bisschen länger und intensiver als du. Ja. Ja, das ist, ne? Alles Taktik. Richtig. Alles Taktik. So, wo ist denn... Nee. Hä? Moment. So, Buchse an. Jawoll.
So, was So. denn hier noch was in die Kiste rein? Ja, da hier habe ich Fackeln reingelegt und dann ist da Fleisch drinne. Jetzt müssen wir gerade mal ein bisschen hier unser Feuer im Auge behalten. Ich habe da nämlich alles Fleisch reingeschmissen, was wir besitzen. So, wolltest du jetzt noch einen Speer haben? Ein Speer habe ich inzwischen. Das Ach ist so. kein Problem. Wir können ja einfach mal gerade gucken. Habe ich noch genug Holz? Dann können wir auch noch so eine Kiste einfach Ja, bauen oder zwei. nee. Wenn meine Pfeile dann endlich mal fertig sind, baue ich doch schon zwei. Wobei, doch, bau du mal zwei Kisten, dann breche ich die ab. Weil dann befasse ich mich hier gleich lieber mit den Schlafsäcken. Ich muss noch 8 Pfeile machen. Wow, ich baue mal nur eine Kiste und baue mal dieses Tool-Cupboard. Jo, das ist eine gute Idee. Der ist hier mal in die Ecke. Wir sollten aber dann gleich mal die Schlafsäcke platzieren, damit wir auch Ja, die wirklich muss ich dann ja auch. erstmal herstellen. Ja. Ich wollte jetzt gerade mal gucken hier. Remove ist tatsächlich Hey, du hast machbar. ja eine Latte. Was? Du hast ja eine Latte. Wie? Was bist du denn jetzt? Meine Zuschauer wissen, was ich meine. Bist da gerade wieder im Crafting-Menü, oder nicht? Ach Mit so, dem ja, genau. Bauplan. Du hast eine Latte halt. Wie konnte man denn jetzt hier removen? Ach so, mit dem Hammer. Du E gedrückt halten oder mit dem Nee, Hammer mit dem gedrückt halten? Hammer. Nee, Upgrade. Doch, mit dem Hammer. Rotate, Upgrade into Steel, Upgrade to Armored. Nee, aber ich kann nichts removen. Weil ich die gesetzt habe. Ach so, weil du sie alle aufgewertet hast, ne? Rotate, Upgrade to Armor. Ne, ich kann auch nichts removen. Dann werden wir echt von außen was bauen müssen. Aber ist ja erstmal auch nur Die überhaupt erste was Hütte. haben. Ja, ja, ja. Genau. So, die Kiste ist schon mal fertig. Wo setze ich ihn jetzt hin? Vielleicht direkt neben die andere. Muss man gerade hier nach dem Fleisch gucken. Habe die zweite Kiste hingestellt. Jetzt gucken wir mal, wie lange braucht denn dieses Guckt Wolf geht. So, das ziehen wir jetzt erstmal alles rein. Tool-Cupboard. Braucht jetzt noch 60 Sekunden. Oh, nee, das war zu viel. Wollte gerade mein ganzes Holz da reinschmeißen, das muss ja nicht. Nee, das muss nicht. Das stimmt. Aber wie funktioniert das mit dem Splitten, verdammt? Kann das hier einstellen? Weiß es nicht mehr, gebe ich Ich zu. kann es höchstens droppen, ne? Aber ich kann es jetzt in meinem Menü gerade, kriege ich es hier irgendwie. Ah, doch. Nee, jetzt ziehe ich da einen raus, oder was? Das ist denn für ein Ach Scheiß? ja, 100 Low Gray Fool müssen wir ja noch machen. Genau. Ach, wir müssen noch so viel machen. Scheiße, ne? Schrecklich. Bin Mann, wie ganz ging das denn überfordert hier mit hier. dem Splitten? Den Plan. Jetzt hat er wieder das ganze Holz gedroppt, ne? Natürlich. Was macht der denn da, der Arsch? Weil man kann ja da einstellen, wie viel man splitten will. Das ist ja jetzt inzwischen wesentlich schöner als früher. Aber ich krieg's doch nicht zerteilt hier, mein Holzbalken. Ah, das Ding ist fertig. Sehr schön. Macht er denn jetzt Schlüssel? Ich hatte ihn darum gebeten, noch Schlüssel zu machen. Dass da irgendwas läuft. Nochmal. Okay, dieses komische Tool-Ding ist jetzt fertig. Größer als ich gedacht hätte. Den. Ah, Mist. Ey, tu mir doch mal einen Gefallen und guck mal in dein Menü und probier mal deinen Holzstapel zu splitten. Hier Weil ich Outlook. habe da ja nur Drop. Alter, was ist das denn? Ja, das ist dieser komische Schrank. So, was willst du splitten? Ich weiß nicht mehr, wie man splittet. Ich halte rechte Maustaste und gehe hoch, aber dann nimmt er nur einzelne Hölzer. Das ist ein bisschen wenig. Und wenn du Shift hältst und draufklickst, dann gibt er dir eine andere Option. Und ich glaube, da kannst du splitten. Clear auto results. No. More option are available. Use to open menu. Macht es nur nicht so, wie ich will. Das mit dem Nee, Splitten. das macht er bei mir nämlich auch nicht. So, jetzt erklär mir mal deinen neuen Schrank da. Ja, das ist die gute Frage. Du hast ihn gebaut. Du bist dafür verantwortlich. Ja, also du machst mit Shift, ja, eins nach dem anderen, Shift und rechter Maustaste ziehst du den Stapel weg und dann hast du so eine Split-Anzeige, wie viel du splitten möchtest, also eine Zahl. Und Ja. rechts davon hast du so ein Icon, wie sieht aus wie so ein Viertel aus dem Kuchen raus. Ja, da war ich eben Das drauf. klickst du an und ziehst du irgendwo in die Leiste und dann gibt er dir den gesplitteten dahin. War jetzt schwer zu verstehen, ist aber so. Yeah. Nein, war einfach zu verstehen. Sehr Alles gut. gut. Ich habe den Schlafsack da hingeschmissen. Das ist schön. Liegt hinter dir, denke ich. Ja, da Ja. muss ja auch mal einer drauf kommen. Ja, Richtig. So. perfekt.
Ja, früher haben wir uns drüber geärgert, wie es war. Was das hier für ein Schrank ist, weiß ich nicht. Wie man ihn benutzt, weiß ich nicht. Bist du im Campingfire? Nee. Nein, ich bin ja in diesem komischen Schrank. Ja, ich check noch nicht, dass ich das immer gedrückt halten muss hier. So. Ja, ja, ich tue mich da auch noch richtig schwer mit. Ja, man drückt immer einmal E und denkt, alles klar, läuft. Dem ist aber nicht. Wo hast du denn deinen Schlafsack hingezimmert oder wo hast du den vorhin zu zimmern? Vielleicht muss man das Werkzeug, ich habe ihn noch gar nicht gesetzt, jetzt muss ich mal gucken, vielleicht muss ich das Werkzeug ja auch in der Hand haben dafür. Was ist das denn? Building ist blockt. Ich kann meinen Schlafsack hier nicht hinschmeißen. Sagt er mir auch gerade, Building ist blockt. Hä? Können wir den draußen pennen oder was? Glaube ich nicht. Building ist blockt. Ja, mal, ich gehe mal ein Stück weg, das hatten wir doch schon. Ja, also hier leuchtet er definitiv anders. Also er leuchtet bei mir weiß, also. Ja, ja, aber Building ist blockt. Auch drinne. Building ist blockt, ja, komisch. Ja, aber draußen leuchtet er hier am Strand eher so golden, würde ich behaupten. Ne, kann ich aber trotzdem hier nicht hinschmeißen. Bist noch zu nah am Haus wahrscheinlich. Ja, kannst du ihn denn hier irgendwo in eine Botanik schmeißen? Wahrscheinlich. Ich kann selbst hier hinten nicht hinschmeißen. Doch. Jetzt habe ich ihn gelegt. Rename Sleeping Bag. So, da kannst du jetzt auch drauf gehen. Warum sind denn da zwei drauf? Assign to Friend. So, hier, wir können uns unseren Schlafsack teilen. Ja, glaube ich wirklich. Mann, so, da habe ich auch richtig viele Leute drin. Ich habe André auf dem Server, wie lustig. Ja. Also mein Schlafsack heißt jetzt Kiste. Wo hast du deinen hingeschmissen? Ich habe meinen jetzt da unter so einen... Hä? Hast du, eine Tür, hast du eine Tür aufs Dach gebaut? Nö. Ja, obwohl, wer weiß, ne? Du bist ja, doch in dem Haus mit der Latte rumgelaufen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war ich auch das. Ja, egal. Hast du jetzt deinen auch da unter die Büsche geschmissen? Ja, hier vorne in den Busch habe ich meinen geschmissen, ja. Ja, ich auch. Irgendwo hier. Den selbst nicht mal mehr. Ich hab meinen hier irgendwo, hä? Hier drin. Hier ist meiner. Ne, hier ist meiner. Wo bist du? Ja, das ist Achso, ja, du bist im anderen Busch. Ja, sehr cool. Wir alten Buschpenner wir. Ja, echt, ne? So, aber eben konnte ich den noch. Hä? Wieso kann ich denn jetzt keine anderen Sachen mehr mitmachen? Die Sonne geht übrigens sehr, sehr langsam unter hier, ne? Ja, ist doch schön. Ja, das ist grundlegend schön. Hauptsache die Nacht ist dann nicht so lang wie der Tag. So. So, okay, wir haben einen Schlafsack ausgelegt. Das heißt, wir haben einen Punkt, an dem wir spawnen. Wir haben eine Hütte mit einem Schrank, wo keiner... Jetzt kannst du hier drinnen wieder bauen. Was? Das muss der Schrank gewesen sein. Ich war jetzt gerade nochmal an diesem Schrank dran. Jetzt steht hier Building Privileg. Ja, dann hol ich meinen Schlafsack wieder. Kann man den wiederholen? Den kannst du nicht wieder aufnehmen, ne. Ich glaube nicht, aber können wir mal gucken. Dann baue ich mir einen neuen. Ich war ja drauf auf dem Schlafsack. Ach. Ja, erstmal Peng, aber ich, also ich kann hier drin jetzt wieder bauen. Er sagt jetzt in grün, Building Privileg. Hä? Was? Dir auch? Ne, weiß ich noch nicht, ich habe ja noch nichts. Ich habe auch nichts. Er sagt wieder standardmäßig. Hier steht, ach so, ich verbrenne mich gerade. Ja, du kannst Feuer. Bis zur gewissen... Ne, bei mir ist hier überall Building blockt. Aber? Ah. So, jetzt kann ich nicht. Jetzt geh du mal an den Schrank und sag mal, dass du da irgendwas mit machst. Und dann kannst du hier auf einmal bauen in dem Gebäude und ich nicht mehr. Ja. Anscheinend. Aber wie vielleicht können ist das der Blocker, dass andere Spiele nicht bei uns bauen können? Ich dachte, ist alles fertig. Ich dachte, damit können wir hier Werkzeuge reparieren. Richtig, habe ich auch gedacht. Ist aber anscheinend nicht so. Ja, tatsächlich. Ich habe einen Schlafsack. Ah, ich habe übrigens noch einen Schlüssel hergestellt. Also haben wir mindestens einen Reserveschlüssel jetzt erstmal hier. Den tue ich in die zweite Kiste. Ich mache dir noch einen Schlafsack. Ja, das klingt gut. Genau, Tool Cupboard hast du gebaut, ne? Ja, richtig. Aber wenn ich jetzt Tool ist ja Werkzeug, ne? Aber anscheinend verhindert das Ding, dass andere Leute hier bauen können, weil ich kann jetzt offiziell steht bei mir Building Blocked. No one will be able to build this cupboard radius. Ja, ist auch so. Genau, du musst ihn gleich quasi wieder freigeben, damit ich meinen Schlafsack hinlegen kann. So sieht's aus. Nee, das kannst du aber selber machen. Ich bin schon. Nee, Quatsch, bin ich doch noch nicht. So, jetzt. Genau, jetzt kann hier keiner mehr dran bauen, aber... Jetzt kann ich hier nur bauen und du nicht. Genau. Ist ja auch interessant. Ja, ich habe ja noch keinen Schlafsack von dir bekommen. Ach so, ja.
Kriegst du. Aber er zeigt es mir schon unten rechts im Bild an, also ich kann jetzt hier bauen. Ja, pass auf, Gott, ist das kompliziert. ich hab's aber trotzdem gefunden. Wir brauchen diese Repair Bench. Das war das Problem. Jetzt Ah ja, war. Repair Bench, okay. Aber wir brauchen ja erstmal die Furnace, weil wir Metall brauchen, und wir brauchen dieses Low Grand Fuel. Wie konnte man das denn herstellen? Ich glaube einfach hier in dem Ofen, Fett, oder? oder? Oder oh, da liegt auch noch irgendein Sack neben, was ist das? Burned Wolf Meat. Hast du es verbrennen lassen und wolltest in die Ecke schmeißen? Das? Ferkel Nee. so. Nee, ich dachte, du beherbergst das. Wie ist das jetzt alles verbrannt? Ich habe nämlich Hunger. Nee, hier ist noch was. Achso, du bist jetzt im Ofen drin, ne? Ja, ich glaube, das macht man da drinnen. So. Ich habe dir da mal. Ist ja alles noch roh hier, das Fleisch. Nee, ich habe dir, ja genau, ich habe dir gerade aber 5 oder 10, ich weiß es gar nicht, dahingeschmissen. Ja, Fertige. es ist okay. Mein Leben ist jetzt Nee, irgendwo hier, da. bei knapp Nimm. 80. Wo? Hinter dir. Ja, sehr gut. Feuer weg. Wir Ja, sollten würde die ich Tür ja fast auch mal sagen. zumachen, Genau, wir haben Schlafsäcke, damit wir jetzt überhaupt noch irgendwas Sinniges machen. Ich habe zumindest eine Hose und Schuhe an. machen wir Du bist generell was Hemd. Sinniges? Du bist ja komisch. Wenig. Aber du Ja. wolltest mir doch irgendwo was zeigen, wo wir Steine hacken können. Das sollten wir vielleicht machen, damit wir jetzt hier ordentlich Metall hinkriegen. Ja, aber ich habe nichts mehr zum Hacken. Ich müsste mir dann schon wieder. Warte mal, ist die heile? Ne, ist auch im Arsch. Ich habe doch keinen Stein mehr. Aber wie viel Metall hast du in der Tasche? Ich meine, ich kann mir eine bauen, aber ich habe auch schon jede Menge Metall in der Tasche eigentlich. Ich habe auch Metall in der Tasche. Ich gucke jetzt mal gerade, habe ich auch irgendwo Animal Fett? Ja, ich schmeiße mal erstmal das Animal Fett hier in den Ofen und guck mal, was bei rumkommt. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Wir haben noch kein System in den Kisten, ne? Haben noch kein System in unserem Leben, habe ich manchmal so das Gefühl hier in dem Spiel. Zack, so. Hast du nur eine Kiste gebaut aus Platzgründen oder was war los? Ne, weil ich erst das andere Ding bauen wollte, habe ich eine Kiste erstmal gebaut. Wollte ja dieses komische Ding da bauen, wo ich dachte, wir könnten unser Werkzeug drin reparieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie wir dieses Fett hier kriegten, aber es muss ja da drin sein. Konnte man das direkt in der Tasche verarbeiten? Ich guck mal Was habe gerade ich denn jetzt durch. gemacht? Ich habe mir noch gerade hier Low irgendwie ein Gravel Pin Fuel. Ja, platziert. aber braucht man einmal Stoff und das Zeug. Hast du eigentlich ein T-Shirt an? Ich habe noch kein T-Shirt an, nein. So, jetzt aber. Habt ihr da eins hingeschmissen, weil ich mache mir gerade ein neues? Oder möchtest du auch So. ein Longsleeve haben? Nee, das ist egal. Ich habe auf jeden Fall jetzt Low Gravel Fuel und baue jetzt eine Furnace. Hier Ah, endlich jetzt hast du es mal an. Genau. Ja, genau. Sieh mal zu, dass wir hier vorwärts kommen. Low Gravel Fuel. Ich habe zu wenig. Wir brauchen noch Stoff. Hast du noch Stoff? Ja. Gut. Weil ohne Stoff kein Low Gravel Wie Fuel. viel brauchst du? Dafür hast du jetzt kein T-Shirt mehr an. Keine Ahnung. Wir brauchen 100 Stück. Ich brauche pro Ladung viel erstmal. Ja, ich habe 43. Willst du haben? Ja, ne? Ja, schmeiß mal erstmal ab. Ich baue dann Jetzt muss erstmal ich so gerade mal gucken. viel. Ja, nee, ich mache mir ja gerade ein T-Shirt, aber da, das ist da schon von abgezogen. Das sollte passen. Gut, dann mache ich jetzt gerade diesen Low Gravel Ey, die Fuel hier noch Schlafsäcke sehen weiter. auch viel besser aus. Hast du dir mal Es sieht genauer wirklich alles angeguckt? besser aus, auch die Schön mit Kleidung an Nähten. sich. Ja, ist schon echt geil geworden, muss man echt sagen. Aber ey, wir haben hier keinen Platz mehr. Wir müssen zusehen, dass wir hier die eine Wand wegkriegen. Mal mit der Ruhe. Wichtig ist erstmal nur, dass wir einen Unterschlupf haben. Dann können wir auch daneben noch einen ganzen Palast bauen. Dann haben wir trotzdem erstmal was, in dem wir schlafen können, in dem wir leben können, Ja, die in dem wir ein Frage bisschen ist, Metall verarbeiten du können. hast es ja jetzt auch schon aufgewertet. Das ist höchstwahrscheinlich eine derbe Action, das ganze Ding dann da abzubauen. Das hatten wir ja alle schon mal, ne? So, ich Deswegen habe sage ich genug ja. Low Gravel Fuel, ich kann eine Furnace bauen. Was ist das denn? Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht dran setzen? Würde ja gerne mal ein paar andere Spieler killen, muss ich zugeben, und mal was anderes machen hier. Hätte was, ne? Ja, hätte was. Das Ding jetzt hin. So, die Furnace läuft. In 60 Sekunden können wir auch Metall verarbeiten. Muss mich jetzt erstmal hier wieder am Schrank autorisieren. So, jetzt könnte ich hier eine Treppe vorbauen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund will er das hier nicht. Hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich bin noch autorisiert hier zu bauen. So, ich habe es weggemacht bei mir. Nee, ich war doch gerade. Ich kann nur hier, kann ich. Ach, können wir das beide quasi machen, dass wir beide autorisiert sind Ne, das gleichzeitig? glaube ich nicht. Weil ich war noch autorisiert. So, ich bin jetzt wieder autorisiert. Mache ich es
Wollt so einen Weg aufs Dach? Ne, mein Ursprungsziel. Ich meine, gut, können wir so lassen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Nee, ich wollte eigentlich. Ja, egal, lassen wir so. Ich wollte die hier vorsetzen. Hier, ja, aber ja, ist mir schon klar. Das passt nicht. Probier da mal eine Treppe dran zu machen. Oder, ja, ich muss erstmal den Kram raussuchen. Ich krieg da nichts so, vor. Oh, Treppe, Treppe, Treppe. Ich sehe sie gerade nicht. Das war Treppe, ne? Ja. Nö, wäre jetzt bei mir. Ah, auch warte, nicht. Warte. Ah ja, ich hab mich ja auch. Ich bin ja auch nicht mehr autorisiert. So, nee, habe ich aber jetzt. Aber das ist ja komisch, dass man hier nicht weiter hochkommt. Aber ist ja egal, wir können ja so hier hochspringen. Passt schon, ne? Richtig. Wie gesagt, wichtig ist doch nur, dass wir erstmal überhaupt was haben. Ja, wolltest du jetzt losziehen? Ach, hier? Ich darf ja, ich muss jetzt erstmal hier wieder. So, ich bin jetzt autorisiert zum Bauen. Bist du immer noch autorisiert zum Bauen? Negativ. Ist das dann bei dir automatisch weg, oder wie? Nö, ich kann hier noch, nee, ich baue. Ja, siehst du, dann ist das wirklich jeder, der an den Schrank darf, also jeder, den er reinlässt an den Schrank, der kann dann auch bauen. Das ist doch cool. Ist in der Tat ganz gut. So, da wollte ich rein. Man kann jetzt auch viel schöner hier die Ecken verbauen, das haben wir gut gelöst. Das war ja auch ein bisschen problematisch. Aber das funktioniert hervorragend. So. Wieso mache ich denn jetzt meine Fackel an? So ein Blödsinn. Ich brauche den Hammer. Den Hammer brauche ich. Achso, habe ich mein T-Shirt eigentlich schon wieder an? Nee, jetzt. Okay, die Furnace blubbert. Das heißt, wir kommen dann auch wieder Schießpulver und allem näher, damit wir uns hier mal richtige Waffen bauen können. Aha, ja, sehr interessant. Ist ja erstmal grundlegend. Ja, den unteren Bereich dann so als Safe-Raum und oben bauen wir uns irgendwas Gemütliches. So. Du bist gerade irgendwie blau für mich. Ja, ich habe mir ein blaues Shirt angezogen. Ja, aber dein Helm ist blau und alles ist blau. Sieht gerade ein bisschen schwierig aus. Da war ich meinen Stein. Habe ich meinen Stein da unten? Hast du Stein in der Tasche? Kannst du das gerade aufwerten? Ich habe Stein in der Tasche, ja, warte. Ich hatte überlegt, guck mal, dass wir hier einen Balkon machen, einen kleinen. Und dann quasi denselben Raum von der Größe nochmal so nutzen. Also das hier. Ja, weiß ich auch nicht. Ne, das können wir ruhig komplett dicht machen. Aber hier vielleicht Balkon? Ja, warum nicht? Weil sonst wäre die Tür da ja für den Arsch, ne? Wichtig ist ja erstmal, dass wir unten Metall draus machen, wo so unser Spawning-Bereich ist. Ja, definitiv. Ja, aber hat doch schon irgendwas hier. Ja, für Gust mal zusammengezimmert geht das gerade. Für Gust mal zusammengezimmert, richtig. Ich gehe mal gerade an die Furnace gucken. Ja. Oh, da machen wir auch immer noch Stein draus. Oh, ich werte hier mal gerade unsere Treppen noch ein bisschen auf. Ach. Ja, das neue System, ich finde es nicht schlecht, ich finde es aber noch. Aber man ist es noch überhaupt nicht gewohnt, ne? Ich habe nämlich auch ständig. Was ist das denn? Hä? Wo ist denn da der Unterschied? Sieht doch genauso aus. Ach so, man kann sich jetzt sogar. Scheiße! Mir fallen die Wände um, weil ich sie noch nicht zusammengesetzt habe. Man kann jetzt in die Fenster Gitter reinbauen. Ja, cool. Das hatten wir ja quasi auch in der Hütte, in die wir geguckt haben. War das auf diesem Server? Ey, war das hier? Hast du mein Gitter gerade kaputt gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich bin hier nur langgelaufen. Ich ja, kann hier nichts mehr. Fällt da alles. Hä? Was ist da denn los? Kann es dir nicht sagen. Anfangsschwierigkeiten halt, wie immer. Ja, guck mal. Keine Chance. Und mein Holz geht trotzdem drauf. Jetzt liegt hier der ganze Scheiß. Ja, egal. Müssen wir uns gleich mit befassen, wa? Das ist ja merkwürdig. So, das erste Metall kommt langsam, aber das dauert ein Weilchen. Ja, ja, kein Thema. Das verstehe ich ja jetzt mal gar nicht. Wieso kann ich denn jetzt hier diese scheiß Wand nicht setzen? Das weiß ich auch nicht. Ja, aber ich weiß, dass wir schon wieder bei 29 Minuten und ein bisschen angekommen sind. Ja. Und uns dann vielleicht an dieser Stelle erstmal wieder verabschieden müssen. Lasst euch überraschen, ob wir nächstes Mal hier Wände steht haben. Ob der Mac noch hinkriegt, der große Baumeister. Naja, irgendwie bin ich da ja am Verzweifeln. Ja, aber egal, lasst euch überraschen. Hier, kloppt mal die Wände weg. Das heißt, wenn du die jetzt aufwertest, dann geht die weg, oder wie? So, also ich kann die aufwerten. Alter, ich wollte die abbauen. Warum? Ja, weil die scheiße ist, weil hier hinter, ne? Ach so, dahinter ist so. Ja, genau, da, genau, ja. Hätte die, ja, ich glaube, wir bauen noch mal woanders. Ja, genau, wir üben hier an dem Ding noch ein bisschen und dann bauen wir irgendwo anders. Genau. Ja. Genau neben dem Leuchtturm.
Dann müssen wir auch erstmal gucken gehen, ob wir da hochkommen in der nächsten Folge. Das machen wir auch das in der würde nächsten mich erstmal Folge. interessieren. Ja, nächste Leute. Folge, du hast angesprochen. Game over, time ist, Zeit ist um. Ja, ja. Hast du noch was zu sagen? Wie immer, ne? Haut rein und bis die Nächte. Ciao.